VfR TV wird Ihnen präsentiert von Cloud4U, Ihrem regionalen Partner für sichere Hosting und Cloud-Services. Und herzlich willkommen zur PK, liebe Medienvertreter, liebe Zuseher zu Hause bei VfR TV und natürlich auch unserem Chefcoach Peter Vollmann, das Auswärtsspiel am Freitagabend. Wir sind so auf Samstag gepolt, dass wir jetzt nochmal unter Flutlicht ran dürfen beim FSV Zwickau. Peter, nach diesem tollen Sieg gegen Rostock geht es jetzt wieder gegen eine Mannschaft, gegen die wir in der Vergangenheit noch nicht siegen konnten. Hat gegen Rostock gut funktioniert. Wie sind die Aussichten für Freitagabend? Ja, ich denke, das eine oder andere kann man natürlich aus dem Rostocker Spiel mitnehmen. Das ist nicht viel, ja, aber so, dass wir so gewisse Daten, die wir da gebracht haben, dass wir das mitnehmen können, weil es wird wieder ein komplett anderes Spiel sein. Freitagabend in Zwickau. Jeder weiß, dass die Mannschaften schon unterschiedlich sind. Es ist auch so, dass Zwickau gegen Rostock gewonnen hat, 1-0. Vor zwei Wochen. Insofern wird wieder ein komplett anderes Spiel auf uns zukommen. Eine sehr robuste Mannschaft, die eine sehr gute Größe hat. Und ich glaube, jeder weiß, der in Zwickau spielt, das ist immer schwer. Da gibt es keine einfachen Spiele. Und insofern wird auch wieder ein schweres Spiel auf uns zukommen. Die Wetterbedingungen werden sicherlich auch wieder sehr kühl sein. Und so wie ich gehört habe, liegt auch Schnee da und da muss man jetzt erstmal gucken, wie man auch damit zurechtkommt mit den Bedingungen insgesamt und ja, das, was ich glaube ich gesagt habe, das ist das Entscheidende, dass man sich diesen Bedingungen und alles, was da ist, anpasst. Wenn man das nicht macht, dann wird es sowieso immer schwer. Dann gucken wir kurz auf das Personal. Kehrt jemand zurück, denjenigen, die hier gegen Rostock noch passen mussten? Ja, es ist ja so, dass Rico Preisinger, Sebi Vassiliadis, Rico noch verletzt ist, Sebi im Aufbautraining ist, der nächste Woche dann wieder zur Mannschaft stoßen wird, auch dann schon mal am Mannschaftstraining teilnehmen wird, verletzt ist Matthias Morris, der hat Zehennagelentzündung. Ich glaube, seine zweite oder dritte und wird wahrscheinlich nicht zum Einsatz kommen können, aber dafür ist Maximilian Welzmüller wieder dabei. Wunderbar, und damit habt auch ihr schon das Wort. Bitteschön. Ja, Herr Vollmann, jetzt hat ja die Mannschaft die 42-Punkte-Marke geknackt. Haben Sie schon ein neues Ziel ausgegeben für die nächsten Wochen, punktemäßig oder auch im Fußballerischen? Ja, ich glaube, das punktemäßig ist immer schwierig, aber ich glaube, dass wir einfach nicht zufrieden sein sollten. Wir haben jetzt noch, wie viele Spiele? Noch 8 Spiele und da sind noch eine ganze Menge Punkte möglich und wir haben das vor Wochen eigentlich schon mal gesagt, dass wir versuchen wollen, irgendwie die 5 davor zu kriegen. Das ist sicherlich möglich. Aber eben auch genauso schwer, nicht einfach. Die Gesamtsituation ist halt so, wir dürfen uns halt nicht in den Sessel der Zufriedenheit zurücklehnen, dann wird es sowieso sehr schwierig und sehr kompliziert. Wir haben ja auch noch Pokalspiele, dafür ist es wichtig, dass wir unsere Form halten, dass wir gute Spiele abliefern und insofern kann man das vielleicht so sagen, dass man so irgendwo das im Blick hat, die 5 davor, aber es ist, wie gesagt, jeder kennt ja die Situation, die ist nicht unbedingt einfach, aber wenn wir uns so fokussieren können, wie das gegen Rostock der Fall war, wo wir uns, ja, ich denke nochmal alle unglaublich zusammengerissen hat und da kann man sehen, wenn man das macht, dann ist auch eine Menge möglich und das, glaube ich, ist die Voraussetzung, wenn man das macht. Erfolgreich Fußball spielen kann. Jetzt gab es gegen Rostock einige Spieler, die nicht allzu oft auf dem Platz stehen, die in der Tat das Spiel geprägt haben. Die laufen jetzt Gefahr, wenn wieder der eine oder andere zurückkommt. Welzmüller kommt zurück. Gut, das war's dann. Morris ist verletzt. In der Tat können wir Lukas Lemmel treffen. Ist es so, dass dann der eine oder andere wieder weichen muss?
Also ich mache es ja grundsätzlich so. Ich sehe, welche Pool ich an Spielern zur Verfügung habe vor jedem Spiel. Das habe ich auch vor Rostock gemacht. Und wir versuchen dann vom Trainerteam aus eine Mannschaft auf die Beine zu stellen, die gewinnen kann. Sowohl in taktischer als auch in individueller Hinsicht. Und das haben wir hier gegen Rostock geschafft, dass wir das hinbekommen haben. Das ist jetzt auch die neue Situation, dass sich natürlich jeder für hier fürs nächste Spiel empfohlen hat. Das ist klar. Wie gesagt, ich habe auch nochmal eine Mini-Hoffnung, dass es vielleicht mit den Zehennagel noch irgendwie noch hinkommt, dass es funktionieren könnte. Ich habe das nicht ganz aufgegeben. Aber das ist so, dass wir den Pool, den gucke ich mir an, sehe, was wir zur Verfügung haben. Und darauf versuche ich auch wieder eine Mannschaft zu bilden, die dann auch in Zwickau spielen kann. Und ich glaube, was man mitnehmen kann, habe ich gerade schon gesagt, die letzten Daten von diesem Spiel. Eine gute Einstellung ist Voraussetzung für alles. Wenn wir die nicht haben, dann haben wir gesehen, wie das mit in Rostock funktioniert oder gegen Rostock, vergleichbare Spiele wie in Lotte. Wenn man die Einstellung nicht hat, dann schafft man sich keine Voraussetzung, um irgendetwas, irgendeines kleines Pünktchen zu holen. Das ist die Grundvoraussetzung Nummer 1, und dass die Spieler sich jetzt empfohlen haben, da habe ich ja schon nach dem Spiel gesagt, da freue ich mich drüber. Und ich werde diesen Pool, den ich an Spielern zur Verfügung habe, wieder versuchen bestens zu nutzen. Und ja, das kann ich machen. Und nehme die Spiele mit rein, das mache ich ja sonst auch, das letzte, das vorletzte, und muss dann auch im Training spüren, dass die Spieler nach wie vor auch das zweite und dritte Spiel machen wollen, und wenn ich das spüre, dann werden sie das auch machen. Sie sagen, Sie peilen insgesamt noch die 50-Punkte-Marke an. Bedeutet das, dass möglicherweise Platz 4 und damit Einzug in den DFB-Pokal auch noch drin wäre? Über diese Schiene, die WV-Schiene habt ihr ja ohnehin. Ja, ich denke, wie gesagt, wir sollen jetzt auch keine zu großen Dinge sehen, sondern sollen einfach nur 5 Euro von Spiel zu Spiel die Dinge sehen. Und ich glaube, alles, was wir in dieser Saison so ein bisschen darüber hinaus gemacht haben, haben wir gesagt, so, jetzt sind wir 3, 4 Punkte dran und jetzt müssen wir. Und jedes Mal hat es einfach nicht geklappt, dass wir dann dahin gekommen sind, wo wir wollten. Dann wären wir vielleicht jetzt schon näher an 50 Punkte. Und ich sehe jetzt einfach mal die 5 in weiter Ferne. Ich glaube, dass sie möglich ist. Den Pokal sollten wir versuchen, auf andere Weise dann da reinzukommen mit den Möglichkeiten, die uns da geboten werden. Und wenn es dann am Ende so sein soll, dann sagen wir da auch nicht Nein zu. Aber insgesamt denke ich, Pokal müssen wir unsere eigene Runde spielen. Und hier in der Ferne, ja, die 5 sehen, das ist ein schönes Ziel, das zu erreichen. Dann wären wir nicht weit von dem weg, was wir letztes Jahr erreicht haben an der Punktzahl. Und ich glaube, dann hätten wir schon wieder eine sehr gute Saison gespielt. Aber die Voraussetzungen habe ich oft genug schon gesagt. Wir müssen halt sehen, dass wir uns garantiert ein gutes Spiel, nur eine gute Einstellung. Und das hat sich in dieser Saison so oft bewiesen. Wenn ich den Kicker lese, jetzt den Montagskicker, ja, jede zweite Seite von dem Spiel, immer die Mannschaft, der verloren hat, da steht Mentalität, ja, Einstellung, ja, Laufbereitschaft. Und das sind einfach die Dinge, die man bringen muss. Aber es scheint eben sehr schwer zu sein, diese ständig von sich selber und von einer Mannschaft abzurufen. Wenn ich so den Kicker sehe, dann ist da, ja, jede zweite Seite hängt mit dieser Situation zusammen. Von Bayern München bis Borussia Dortmund und beim 1:05 sowieso. Das war ein wunderschönes Schlusswort. Hast du prima gemacht. Dann sind wir auch schon flugs durch. An diesem Mittwoch freuen uns dann auf eine nicht allzu lange Auswärtsreise und ein stimmungsvolles Duell unter Flutlicht. Hoffentlich ähnlich erfolgreich wie am vergangenen Samstag. Danke Peter, danke euch und schöne Grüße auch an die Zuseher zu Hause. Bis Freitag. Tschüss. VfR TV wird Ihnen präsentiert von Cloud4U, Ihrem regionalen Partner für sichere Hosting und Cloud-Services.